ist das schön, wenn man mal nicht in fürchten muss, dass man gleich angefallen wird. Finde ich sehr sympathisch. Ja. Guten Morgen, liebe Sonne. Wo bist du da? Sonne? Hinter den Wolken da? Über den Wolken. Wird ein kleines Häusle, da kommt nur das Nötigste rein und es wird auch nicht schön aussehen. Ich will einfach nur irgendwie sesshaft werden. Mein Bett schützen sozusagen und ja. So. Okay. Ich würde sagen, ich pflanze hier schon mal das Zuckerrohr an, da unten am Strand. Und mache nachher etliche Löcher zu. Da nicht ständig reinfalle. Das wäre ja ein ordentlicher Reinfall. Das kann ich mir nicht leisten. Aber komisch. Keine Ahnung. Oh. Wunderschön. So. Da hinten. Sag mir das einer. Ich werde nicht hier dauernd verlaufen. Oh, ein Schweinchen. Oh, wie süß. Oh, ich finde es ein bisschen schade, dass Schweine keine Eier legen. Ist natürlich in der Natur der Dinge, aber trotzdem. Wäre in Minecraft schon praktisch, wenn die Spawner-Eier legen würden. Aber das wäre natürlich auch ein bisschen zu einfach. So pflanze ich immer ein paar Bäumchen. Ich kriege mal einen imaginären Freund oder eine Blume oder so pflanzen. Hier keinen Mund. Im Honeyball-Tetchup-Pack hatten die Kürbis einen Mund. Und einen Kürbis habe ich sowieso nicht. Mist. Gut, ne? Und so. Gut, dann im Bett, da haben wir jetzt schon drin geschlafen. Das ist schon mal ganz gut. Okay, mal kurz Gras. Bisschen Grassamen hier, bitte. Bitte gerne, danke wieder. Komm. Ich brauche Grassamen. Na gut, zwei müssen reichen. Meint das Spiel dann wohl gut. Dann reichen zwei halt mal vorerst. Da meldet sich Minecraft-Musik zurück, finde ich gut. Immer noch permanent natürlich. Ich höre eine Spinne, das ist natürlich nicht so toll. Macht mich nervös. Kann ich gar nicht brauchen. Die kann natürlich auch irgendwo anders sein. Oder natürlich unten. Hey, ist da eine feige Spinne drin? Hey, ist die Spinne drin? Ja, da ist eine Spinne drin. Ja, bist du feige Spinne? Ja, komm her, kuscheln. Die tun ja tagsüber gar nichts, aber es liegt in der Natur der Dinge, Spinnen anzugreifen. Halt nur im Spiel, nicht im echten Leben. Im echten Leben lasse ich sie krauchen oder muss hilflos zusehen, wie sie erschlagen wird von meinen Mitschülerinnen. In der Umkleidekabine finde ich auch mal ganz witzig, wenn die da kreischen. Auch wenn ich seitdem wahrscheinlich schon taub bin, mehrmals. Aber wer ist heutzutage nicht taub von Musik, von Konzerten, was dasselbe ist irgendwie. Von, keine Ahnung. Oder eben von kreischenden Mitschülerinnen. Also im Prinzip wegen Spinnen. Auf jeden Fall den Boden. Ich liebe die Birkenholz-Texturen in Minecraft auf jeden Fall sehr. Finde ich gut, übrigens. Die Frage ist doch langsam echt, gibt es eigentlich auch was ich nicht gut finde? Außer Creeper und Spinnen, Zombies und Skeletten und überhaupt. Ich freue mich schon darauf, wenn wir in Nether können, also wenn, Betonung auf wenn das jemals passieren sollte. Frage ich mich doch, was ich dann so für Töne von mir gebe. Ich werde wahrscheinlich dann mit dem Gast kommunizieren oder es zumindest versuchen.
was die Laute angeht. So. Okay. Geht's ans Bäume fällen weiterhin? Ah, das ist was gewachsen, finde ich gut. Jetzt natürlich Fichten. Fichten mag ich aber nicht so. Ich werde dann mal, hier werde ich noch fällen und dann gehe ich mal auf Tauchkurs nach Lehm suchen, damit wir da ein Dächlein aus Ziegelsteinen machen. Wollte ich gar nicht machen können. Wollte ich sagen. Ja auch so unendlich viel von. Wenn man da echt mal einmal nur tauchen geht, findet man ja schon wie 5 Stacks oder so. Finde ich natürlich gut. Nicht verkehrt. Aber irgendwie leicht viel. Sieht aus wie Nasen. Mal wieder. Okay, da unten ist natürlich jetzt nochmal ein Vorkommen. Aber das dauert ja ewig, das abzuarbeiten, ohne abzusaufen. Deswegen schwimme ich da rüber. Boah, diese Wälder, die sind schon irgendwie beeindruckend. Da hinten ist ein Berg. Sieht auch sehr schön aus. Aber da oben bauen ist halt ein bisschen riskant und irgendwie einsam. Und kalt wahrscheinlich auch. Also eine Erkältung, die ich jetzt gerade eben dabei bin zu bezwingen, brauche ich nicht wieder. Nicht so schnell. Nicht, wenn ich Ferien habe. So. Auftauchen. Wie viel haben wir? Sind beim dritten Stack. Ist natürlich noch nicht so viel. Wenn man die ja brennen muss, dann muss man da wieder was draus machen. Und das dauert dann schon ziemlich lange. Die tieferen Stellen, die frieren auch gar nicht zu, ne? Auch ein bisschen komisch. Das ist sehr tief hier. Das ist beunruhigend tief, wenn man das schon so nennt. Ich will mal am Ufer hier ein bisschen gucken. Ein bisschen kicken. Oh, Zombie. Finde ich nicht gut. Ich mag keine Zombies. Für alle, die es nicht denken konnten. Hä? Das nenne ich mal stabiles Wasser. Ich glaube, das ist Götterspeise. Lecker. Hier unten ist ja noch definitiv gar nichts. Auch ein bisschen dämlich, ne? Aber na gut, dann gehen wir halt jetzt tauchen. Auch okay. Na, ich bin ja echt zimperlich, ne? Nee, ich bin nicht zimperlich, ne? Aber die tun ja nichts. Die sehen nur ekelhaft aus. Scheiße. Ich krieg schon Panik, wenn ich die noch sehe. Vor allem diesen Tic-Tac-Pack, da sind die auch noch so. Jetzt dachte ich gerade, ne? Jetzt dachte ich gerade, mich greift einer an. Jetzt habe ich nur das Auftauchen vergessen. Wo ich mich gerade über Tintenfische beschwere. Guckt die an und man denkt einen Augenblick, man könnte auch die Luft lange anhalten. Scheiße. Ich glaube, daher rührt auch mein Trauma. Einfach nur, dass man unter Wasser angegriffen wird. Das einzige Tier, was unter Wasser ist, ist ein Tintenfisch. Ein Tintenfisch hat mich angegriffen. Wie lange könnt ihr die Luft anhalten? Habt ihr das schon mal gemessen? Könnt ihr die Luft anhalten? Taucht ihr gerne oder so, wenn wir gerade beim Thema sind. Mein Rekord liegt bei 1 Minute. Ich habe mir überlegt, es gibt Menschen, die können irgendwie 15 Minuten die Luft anhalten. Das ist schon heftig. Stirb. Scheiße. Scheiße. Finde ich nicht nett.
angeben, mal irgendwie unverrichtet, also mehr oder weniger unverrichteter Dinge nach Hause, stellen den Ofen in Decke und mal ein bisschen Kohle hier und brennen mal ein bisschen Lehm zusammen. Ich baue mir gleich noch einen oder erstmal eine Tür. Um Himmels Willen, erst einmal eine Tür. Damit es hier auch bei Nacht, beziehungsweise wenn wir in der Höhle sind, protected ist. Verdammte Axt. So bringt es mir natürlich recht herzlich wenig. Herzlich wenig. Ich wette, es kommt auch nochmal ein Creeper und vermiest mir alles, aber das ist ja nichts Neues. So, da kommt jetzt das Birkenholz rein. Ja. Naja. Gut. Wäre auch zu schön gewesen, wenn das mal ein bisschen länger halten würde. Geht das auch? Nee, das geht nicht. Natürlich, nur Pflasterstein. Es hält auch viel besser, das krümelt auch nicht oder so. Nein. Wie gesagt, das Haus wird so gegengeklatscht aussehen. Aber es geht ja eigentlich, also bei mir ist halt leider das Prinzip. Hübsch nicht, nur praktisch. Und praktisch meistens auch nicht. Oder so. Natürlich auch keinen Birkensetzling oder so gepflanzt oder habe auch keinen dabei. Bisschen schade, weil jetzt reicht das nicht annähernd.